Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Neo und das Meer von Ina Broich. Schwimmen war sein Traum, doch jeder verbot es. Die Eltern wollten, dass er die Kleinen hütete, der Onkel befahl, mit ihm auf Raubzug zu gehen. Das Leben im Township war ein hartes. Ein ewiger Kampf ums Überleben. Dabei hatte sein Onkel den Wunsch erst genährt. Auf den Raubzügen durch die Viertel der Weißen hatte er die Kinder gesehen. Sie planschten und tauchten im Wasser der glasklaren Pools. Heimlich hat er sie beobachtet. Vom Nachbarhaus aus sah er in die Gärten. Sein Onkel raubte. Neo träumte, statt zu wachen. Eines Abends begegnete ihm der alte Sam an der Wasserpumpe. Neo hüpfte von einem Fuß auf den anderen, fasste sich endlich ein Herz und fragte: »Kannst du schwimmen? Ich hab dich am Meer gesehen.« Der Alte nickte bedächtig. »Kannst du es mir beibringen?« Sam kratzte sich am Kinn. »Heute Abend findest du mich am Strand.« Neo wuchs hinter den Dünen auf. Er vegetierte, hungerte, litt. Wann immer möglich floh er von diesem Dasein. Bereits mit 5 Jahren hatte er die R310 überquert. Er war zwischen den Autos durchgehuscht, der heiße Asphalt verbrannte die nackten Fußsohlen. Er hatte die Dünen erklommen und mit Staunen das weite Blau betrachtet. Lärm und Gestank lagen hinter ihm. Frieden fand er im steten Rauschen des Wassers. Jeden Abend stand er da und spürte der vergehenden Hitze nach. Neo hielt sein Gesicht in den Wind und atmete. Er kannte die Gesichter des Meeres, das Ungezähmte ebenso wie das Liebliche. Wie verabredet fand er Sam am Strand. Einträchtig beobachteten sie das Kommen und Gehen der Wellen. »Warum läufst du nicht hinein?« fragte der alte Mann. Neo runzelte die Stirn. »Weil ich nicht schwimmen kann? Dann wird es Zeit! Du findest es nicht unnütz?« Der Mann sah Neo nachdenklich an. »Nein, ich finde es sinnvoll. Ich sehe dich, seitdem du laufen kannst, herkommen. Worauf wartest du? Oder willst du auch die nächsten Jahre nur hinausstarren?« »Natürlich nicht«, Neo lachte und lief zum Flutsaum. Sam folgte Neo. Der Junge hatte bereits seine Kleidung von sich geworfen und wartete, dass der Mann es ihm gleich tat. Nebeneinander warteten sie ins Meer. Neos Herz machte einen Satz. »Was muss ich tun?« Die Aufregung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Tief durchatmen«, lachte Sam und zeigte die Schwimmbewegungen. Es vergingen Minuten, dehnten sich zu Stunden und Neo übte, bis ihm die Arme brannten. Die letzten Sonnenstrahlen teilten das Wasser in hell und dunkel und seine Glieder wurden schwer wie Blei. Er lachte, schluckte Salzwasser und lachte noch mehr. Algen kitzelten an seinen Rippen und immer noch schwamm er seine Runden um Sam. »Ich kann es! Ich schwimme!« Er fühlte sich so leicht wie noch nie in seinem Leben. Sam griff nach Neos Hand und zog ihn auf den Strand. »Morgen wird es besser. Und schon bald wirst du auf den Wellen des Lebens reiten können. Keiner wird dich mehr untertauchen können.« Neo nickte. Noch nie in seinem Leben hatte er ein so wertvolles Geschenk bekommen. Er würde von jetzt an gut darauf aufpassen. Das war »Neo und das Meer« von Ina Broich. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure
Silke Siegel.